Und damit, ja, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Magolor Epilog. Ganz genau, ihr wisst Bescheid. Ich bin ein bisschen über die Over weggelaufen, hab tatsächlich gemerkt, dass wir jetzt Dinge erreichen können, die wir vorher gar nicht erreichen konnten, einfach weil wir natürlich durch unsere Dinge neue Sachen freigeschalten haben. Wie war das? Ah ja, mit X. Achso, bei voller Zauberenergie bin ich dumm. Ich kann nicht mal lesen. Und was macht das? Okay. Guys, ganz kurz, damit ihr so einen ganz kleinen Kontext habt. Ich habe seit 3 Wochen dieses Spiel nicht aufgenommen. Es tut mir leid. Wirklich, man hätte sich vielleicht mehr vorbereiten können. Sorry. An der Stelle. Boah, ich dachte, ich wäre jetzt tot einfach. Es tut mir unfassbar außerordentlich leid. Ich habe doch keine volle Magieanzeige, oder? Oh, aber jetzt habe ich sie. Und rein da. Ich habe nach oben gedrückt. Ja, schön, schön ist anders. Schade. Wundervoll, diesmal hat es doch direkt geklappt. Let's go. Wahrscheinlich habe ich mehr nach rechts als nach oben gedrückt, weil... Ja, war halt so. Passiert. Alles ja gar kein Stress. Ich liebe dieses Game so sehr. Es ist wirklich echt... Also, ich kann es nicht anders beschreiben, wie... Schön, angenehm, kann man mal zum Frühstück essen. Finde ich einfach klasse. So, ich finde dieses Level-System voll cool. Ich finde alles voll cool. Ich bin Magolor-Fanboy. So, lasst mich. Es ist besser als das Main-Game. So, fertig. Mehr muss man dazu nicht wissen. Let's go. Wie viel sind das? Einfach 1000 random in dieser Stage. Das ist wichtig. Das ist wunderbar. 1300 Magiepunkte in mein Gesicht. 400, weil wir es das erste Mal geschafft haben. Und noch ein Bonus, weil ich so schön heute aussehe. Finde ich, wäre gerechtfertigt. So. Und dann würde ich sagen, geht's hier oben weiter? Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Was ist das hier? Das haben wir schon. Hier zwei haben wir schon. Da stellt sich mir tatsächlich die Frage, wo ist denn 4-3? Oder müssen wir hier hin? Scheinbar habe ich aus Versehen und unterbewusst einfach hier dieses Level geskippt, denn wir haben zuerst oben das schwarze Loch gerade gemacht. Aber wir hätten hier unten eigentlich in die Stage rein müssen. An der Stelle, sorry, guys. Aber das kann ja passieren. So, dort wir doch rein. Ich mag es nicht, dass hier keine Musik ist. Das macht mir ein bisschen Angst. Hier kann ich auch nicht stehen. Jetzt wird's creepy, guys. By the way, wenn euch die Folge heute gefällt, lasst gerne ein Like da. Das wird mich mega unterstützen. Einfach because der Magolor-Epilog, wie sage ich es am besten, ist nicht gerade das beliebteste Spiel auf dem Kanal. Wäre also super lieb, wenn ihr ein Like da lassen würdet, weil es würde mich einfach freuen. So, fertig. Nee. Nee, es ist Opa Klops. Oh. Oh mein, das wird heavy. Das wird richtig heavy. Wenn das wirklich so ein kompletter Boss Rush ist, wird das auf jeden Fall sehr heavy. Okay, wir sind wieder hier. Okay, das Level baut sich sozusagen für uns auf, aber das schmeckt schon sehr nach Boss Rush. I mean, come on. Okay, es wird Boss... Aber was ist denn heute mit meinem Englisch los? Er läuft einfach rein. Das war lost von ihm. Der war aber krass schnell besiegt. Boah, die brauchen so viele Hits mittlerweile schon. Schön aber die Coins mitgenommen, damit wir gleich wieder was leveln können. Da habe ich mega Bock drauf. Das macht auch Spaß, ja, einfach das zu spielen und zu sammeln, weil man belohnt wird. Was gibt's im Main Game, wenn man Sachen einsammelt? Leben. Cool. Okay.
Vielleicht kommen wir da gleich hin. Hm, keine Ahnung, wie wir durch dieses Eis kommen sollen. Außer wir haben irgendeine Fähigkeit, von der ich nichts weiß. Oder die ich schon wieder vergessen habe. Muss ich an der Stelle mal ganz ehrlich erwähnen, die Bomben, die wir werfen, wenn wir in der Luft sind, sind ja mal todesgestört. Krass. Also for real, man macht mit denen ja todes den Damage. Also die Bomben sind hier der Main Character. Der einzig wahre. Ach ja, da wird noch eingesammelt. Ich mag diese Zwischenstage-Elemente, weil die so verbunden sind. Wisst ihr, was ich meine? So, das sieht so todeskrass aus. Oh, Heilung, sehr wichtig. Oh. Die letzte Tür sieht diesen Schuss, aber wir haben eine volle Magieanzeige. Hm. Oh, es ist nur sowas. Wobei, das kann halt auch schnell heavy werden, nicht? Oh, lol. Vor allen Dingen, wenn die so komplett übertreiben. Wir können hier aber droppen. Er ist schon down? Als hätte ich das Game studiert. Das war ja mega sick. Also da finde ich, kann man doch auch mal auf ganz entspannt hier, ich wollte sagen, Like da lassen, habe ich aber vorher schon. Ihr könnt auch mal ein Abo da lassen, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Wir haben sogar Gold geholt. Natürlich haben wir Gold geholt. Ihr schaut ja nicht irgendeinen Magolor-Spieler, ihr schaut den Magolor-Spieler 9000. Ja, 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 ja. Ach, Strong, ich feiere das Game des Todes. Es macht einfach Spaß, es macht einfach Spaß. So, jetzt aber erstmal, sorry, meine Magiemächte. Ich hasse es abgrundtief. Was macht das hier? Schneller gehen, schneller laufen wäre doch ziemlich praktisch, oder? Besonders für den Magier von Welt. Was? Besonders für den Magier von Welt. Deutsch hat er auch durchgespielt. Die Sache ist halt, wenn ich das so sehe, schneller laufen wäre halt schon cool. Wäre schon cool. Aber nee, komm, holen wir. Ich habe jetzt schon gesagt, dass es cool ist, wäre cringe es jetzt nicht zu kaufen. Ganz viel Zeit, ehe meine Kombos enden. Oh Junge, da könnte ich aber galaktische Angriffsvorgitter, also der hört sich an wie Mickey Maus. Oh Junge, I like, aber mal gucken. So, wir steppen, ich glaube hier links weiter, ja. Können wir Walljumps machen? Hier brauchen wir 6 davon? Okay, übertreibt es komplett. Ich habe aber auf jeden Fall Bock, jedes dieser Level zu spielen, weil das ist halt im Gegensatz zu Kirby, machen die Level auch tatsächlich Spaß. Und das ist, es gefällt mir einfach. Ui. Kollege? Ha! Oh. Weißt du, jetzt, wenn ich dann diesen Dash machen möchte, kommt der natürlich nicht. Ich muss hier weiter. Hier Bomben droppen und weiterlaufen. Sind wir schon durch? Nee, das ist ja ein ganz Level. Ich dachte, das ist ja so eine Zusatzstage, aber es ist ja ein Level, oder nicht? Wie war das? Alles klar. Ich komme gar nicht auf die Steuerung klar. Oh, lol. Bitte nicht. Heilung nehme ich gerne mit, aber... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt wird's wieder eng, jetzt kommen wieder so Passagen, die machen einfach... Wir haben den Spaßfaktor durchgespielt. Und versuchen jetzt nicht mehr Spaß zu machen. Bitte nicht. Ich
Ich muss zwischenlanden. Sorry. Ich kann nicht mehr fliegen sonst. Alles klar, übertreibt es nicht. Nee. Ich hab nicht für alles Zeit. Ich hab aber Zeit, vielleicht meine Heilung zu bekommen, bitte. Alles. Alles klar. Wichtig auf jeden Fall. Oh nein. Ja, komm rein da einfach so. I mean, was will er groß machen? Er dreht nicht um? Ja, aber das ist ja dann sein Problem. Okay. Er muss auch. Wichtig und wichtig. Okay. No. Dass ich noch lebe, ist so ein Wunder. Jetzt kann aber auch gerne Ziel kommen. Das ist unfair. Alles klar. Jetzt teleportiert er sich rum. Ich werde sterben einfach. Außer ich mache halt keine Fehler mehr. Schade. Schade. Möchtest du die Stage weiterspielen? Ja, möchte ich schon ganz gerne. Außer ich fange jetzt wieder von vorne an. Nein, okay. Komm, komm, let's go. Sogar mit vollem Leben beendet hier der Meister. Ich bin auch einfach hier der Meister in dem Fach. Ich bin euer Ansprechpartner. Wundervoll, Stage ist abgeschlossen. So muss das. Bronze nur? Ja gut, wir sind einmal gedeiht, aber trotzdem. Der Bonus ist todeskrass. Dafür, dass wir es das erste Mal durchgespielt haben. Strong, strong. Und es war tatsächlich nur eine Stage. Ich dachte, das wäre so ein komplettes Level gewesen. Und wir kommen schon zum Boss. Ja, aber vorher, er wird nochmal... Oh. Ich sehe immer oben das Minus, das lenkt mich ab. Warum nicht? Komm. Bisschen hier verstärken. Kann nicht schaffen. Was ist das hier oben? Nein, nichts. Oh lol. Cool. I like. Oh, da sind sogar Linien, die mir sagen, wo ich hin muss. Strong. Der Boss. Da bin ich tatsächlich gehypt drauf. Aber mal schauen. Mit voller Magieanzeige eigentlich smart, damit wir ihm direkt Magieschaden reindrücken können. Das mache ich auch direkt als erstes. Zwei Sphären Spuke? Spüke? Spuks? Ja. Ist das vier oder sind es drei? Alles klar. Vier. Zu freundlich von euch, dass ihr hier auftaucht und mir einen guten Tag wünscht. Alles klar. Wie definiert man Gegnergespamme? Ich habe eine Definition gefunden. Das... Nein, nein, nein. Ja, klar. Ja, klar. Ich muss auf jeden Hans hier achten, dass er auch ja mich nicht berührt. Ja. Das kann doch nicht sein, dass der so viele Leben hat. Ey. Ey. Ey.
Ich hab die Facecam vergessen. Alles klar. Achso, er nimmt gar keinen Damage. Entschuldigung, ja, natürlich. Ach so, wir haben die Halbzeit erreicht, Guys. Ja, klar. Ja, natürlich. In welcher Welt soll das machbar sein? In welcher Welt soll ich 4 Gegner, die 1000-fach über den Screen rennen? Es ist so ein Scam. Es ist so ein Scam. Ja, das ist wirklich unfassbar. Kann man nicht anders sagen. Das ist, also... Nee. Jetzt passiert mir irgendwas, was ich nicht mal beeinflussen kann, wahrscheinlich. Ja, weil... Einfach Bomben reindrücken. Was soll ich hier machen? Ey, bitte. Das Spiel hat fair angefangen. Betonung liegt auf Mal. Natürlich werde ich auch noch getroffen. Ich werde einfach sterben. Wieder. Zwei Sekunden, bevor ich besiegt habe. Wetten? Wetten? Ich kriege jetzt wieder ein random... Ich habe so Angst, die Controller kaputt zu machen. Ich brauche eine Pause. Das kann doch... Das kannst du keinem erzählen. Wie dumm ist dieser Schmutz? Ey. Wie kann man denn in einem Level alles kaputt machen, was man sich vorher aufgebaut hat? Es ist einfach dumm. Mann! Guys, ich habe vergessen, den Ton anzumachen. Ich habe es jetzt nach viel zu vielen Versuchen geschafft, tatsächlich. Das ist... Ich bin tot einfach. Es ist auf einmal, ich weiß nicht wieso, auf einmal 40 Grad wärmer in dem Zimmer. Wie durch Magie. Es ist einfach unfassbar. Unfassbar rein da. Gar nichts. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Seit 40 Minuten in der Aufnahme. Das ist auch schön. Nicht. Und dann nicht mal richtig viele Punkte geholt. Das ist unfair einfach. Aber wir haben es wenigstens geschafft. Oder passiert, glaube ich, was? Margolos Mächte können nun noch weiter gesteigert werden. Das Obstfragment hat Margolor die Macht verliehen, jede einzelne seiner Fähigkeiten noch mehr als zuvor zu verstärken. Heißt das, das Game geht noch länger? Also, grundsätzlich würde mich das ja freuen. Aber, zurzeit gerade eigentlich nicht. Jo, dann würde ich sagen, steppen wir mal in diese Hier ist immer noch zu. Aber wir müssen schon irgendwie dahin. Aber wir müssen dorthin. Da passiert jetzt safe was Krasses. Ich hasse euch alle. Jeder der Entwickler sollte sich mal wirklich psychologisch einfach mal durchchecken lassen. Das ist Wasser. Wieso kann Wasser mir Damage machen? Aber ich kann es tatsächlich aufhalten. Warum springe ich?
Okay. Ja, und dann treffe ich ihn wieder fünfmal nicht, weil er seine dummen... Ey. Geh doch einfach weg. Wie kann denn... Ey, wie kann denn das noch schwerer sein als vorher? Bitte, ich kann nicht mehr. Ey, wenn ich den nicht im First Try schaffe, ich sterb einfach. Ich hab nicht genug mentale Stärke dafür. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht vorher noch Stuff gekauft. Ach. Der letzte Horst teleportiert er sich, weil er nichts anderes kann. Wieso kann er das jetzt auf einmal? Es ist so random, es ist so random. Ah, Hälfte. Das wird nichts. Ich sag's, wie es ist. Und ich kann euch jetzt genau sagen, was passiert natürlich. Was willst du da ausweichen, groß? Du hast ja nicht mal die Chance auszuweichen. Oh, aber hier können wir ihm gut Damage drücken. Ja, er uns aber auch, aber ich kann ja schlecht ausweichen, nicht? Ich fliege, bitte! Ja, natürlich holt er sich noch Kollegen dazu. Ey, das wäre jetzt echt krass, wenn wir den First tryen. Ja, das wird nix. Weil hier wird Scan noch groß geschrieben. Ich weiß nicht, was da passiert. Bitte. Jetzt passiert wieder irgendwas, was ich nicht predikten kann. Ja, weil... Ach. Was kannst du dagegen machen? Musst du tapen? Bye, have a great time. Guys, die Lösung für alles ist der Stern. Einfach die Schultertaste drücken und ihr seid hier gesaved. Bitte, ich kann nicht mehr. Stirb, komm nie wieder zurück auf diese Erde. Mein Gott, ich war in meinem Leben noch nie so von etwas gefordert. Das ist unfassbar. Das hat mich so gebrochen. Es ist unglaublich. Nee, Geist, also ich bin hier tot. Nee, vergesst es. Also ich bin raus. Das kannst du keinem erzählen. Wie viel... Also... Nee, es ist unfassbar. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Ja, komm rein da. Warum nicht? Wir machen noch einen 100. Kampf. Meisterkrone, ja. Achso, ich hab dazwischen... Natürlich kann ich meine Leben nicht aufladen. Hey, wär cringe, wenn doch. Ich hab keinen Bock mehr. Hallo? Bitte töte mich mal kurz. Ich will zwei Dinge wissen. Hallo. Ich will zwei Dinge testen. Wenn jetzt wieder der Kampf von vorher starten sollte. Okay. Ja, hat sich direkt gelohnt. Hey, wir haben direkt volle Leben. Jeder, der das nicht macht, lost. Okay. Hätten wir jetzt beide Kämpfe von vorne wieder machen müssen, wäre das halt einfach der Abbruch gewesen, Guys. Ich hätte mich schwerst dafür entschuldigt, aber ich hätte das Spiel nicht durchgespielt. Ich kann ihn, by the way, auch nicht angreifen, gell? Nö. Alles klar. Nee, ich bin hier komplett emotionslos. Ich weiß.
weiß auch nicht, was ich hier mit Emotionen groß machen will. Also, ja, es ist halt Schmutz. So, was muss man dazu sagen? Wie kann man denn den Final Boss, genauso wie im Main Game, der größte Kritikpunkt an Kirby ist, dass der Endboss 500.000 Phasen hat. Und genau das machen sie hier auch. Ich weiß gar nicht, wo die rauskommen. Das ist auch cool. Ich mag diesen Bohrer nicht. Und dann laufe ich auch noch fast in ihn rein. Geil, auch lost von mir. Nach oben? Okay. Wichtig auf jeden Fall, das geblockt zu haben. Ich muss mich hier so konzentrieren, weil ich einfach nicht leiden will. Stimmt, das kann ich ja auch noch. Wenn es zu kritisch wird, kann ich mich einfach wegteleportieren in der Luft. Hä? Ich weiß immer noch nicht, was genau diese Äpfel machen. So, die machen Damage halt, das habe ich direkt gesehen. Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich dem Viech Damage mache. Aber das ist bestimmt nur eine Sidequest. Ich kann nicht. Bitte hör doch einfach auf zu existieren. Wie mache ich diesem freundlichen Kollegen den Damage? Der hat durch irgendwas Damage bekommen. Alles klar. Eine Stunde später wird einem das erklärt. Also, Jokes on you, es wird euch gar nicht erklärt. Ihr müsst es halt rausfinden. Oder halt von Anfang an wissen, weil wir sind einfach Souls Games geworden. Wir erklären dir halt nur noch die Steuerung. Der Rest musst du halt selber herausfinden. Lost. Sorry, aber komplett lost. I mean, ja, okay, aber nein. Safe nicht. Er macht wieder seinen Hyperlaser. Ich finde aber, der ist nicht schwer. Auch wenn ich mental tot bin. Finde ich... Ist das jetzt nicht der schwerste? Meisterkrone vor allen Dingen. Einen noch dümmeren Namen kann man sich nicht geben. Also wirklich. Ich fronte über alles, was man bei ihm fronten kann. Fertig. Die Äpfel explodieren. Uff. Aber es ist gut. Du kannst das gut machen. Das ist ein fairer Kampf. Ja, lost. Lost von mir. Zweite Phase, der ist noch nicht mal bei der Hälfte, Kollege. Guck mich an, ich bin gruselig. Ich bin ein redender Baum. Entschuldigung. Ich bin ein schreiender Baum. Okay. Ja. Aber ich verstehe die Idee dahinter. Das ist cool. Das ist Schmutz. Jetzt kommen wieder seine Blätterattacken, die wir alle ganz gut dodgen können. Oh nein. Gut, dass wir unsichtbar waren. Jetzt wird's wieder un... Bro, was? Das ist der unfairste Schmutz der Welt. Ich hab's auf mein Handy geworfen. Wenn mein Handy kaputt ist, schick's Nintendo, schmeißt es denen ins Gesicht. Was ist denn das? Das ist so random.
Hashtag cringe in die Kommentare, wer nicht für einen Endboss eine Stunde lang aufnimmt. Alles klar. Hallo? Ja, kann man nicht killen, dann ignoriere ich die einfach. Ich bin unsichtbar. Ja, ich werde sterben, so, fertig. Warum probiere ich es noch weiter? Gegner und Superlaser. Fair. Sehr fair, Nintendo, sehr fair. Alles klar. Wie viel muss man denn geraucht haben, um so einen Schmutz hinzurotzen? Jede Sekunde, die ich es weiter probiere, ist halt eine verschwendete Sekunde meines Lebens. Ich kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Sorry, guys. Es tut mir leid, so. Falls ihr den Boss sehen wollt, ich muss eine neue Folge machen. Ich kann hier nicht 5 Stunden lang aufnehmen und dann ist der Kampf so ein Schmutz. Also, sorry, geht halt nicht. Ganz kurzer Nachtrag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil ich die Stage verlassen habe, weil ich eine Pause machen will, muss ich alle 3 Bosse von vorne machen und das mache ich safe nicht, Geist. An der Stelle möchte ich, ob ihr es glaubt oder nicht, das Let's Play wird vorzeitig beendet. Ich krieg das nicht hin. Ich habe viel zu lange aufgenommen. Ich habe ihn ja jetzt nochmal probiert. 80 Minuten bin ich hier drin. Ich kriege nichts hin, Guys. Es tut mir einfach leid. So. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Ich möchte mich trotzdem an der Stelle bedanken für die, die es bisher hergeschaut haben. Und wenn ihr den Endboss sehen wollt, was passiert, wie es danach ist, googelt im Internet. Es tut mir leid. Ich kann nicht mehr. Das ist psychisch für mich nicht machbar. Ich bin kaputt. Sorry. Trotzdem wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen guten Tag. Lasst ein Abo da, wenn es euch bis hierhin gefallen hat. Ja, sorry.